Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Hiege-Video. Heute gibt es wieder mal perverse Momente in Kinderserien. Das bedeutet, das sind Sass-Momente in Kinderserien, die versteckt worden sind. Und diese können nur von Erwachsenen verstanden werden. Kinder checken das meistens nicht. Und ich bin da, um sie euch zu erklären. Let's go! Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Ich liebe diese Serie. Der englische Name ist The Fairly Odd Parents. Keine Ahnung, warum das so heißt. Das klingt komisch. Und ich muss sagen, Timmy Turner ist einer der geilsten Charaktere, die es gibt. Ich finde den cooler als SpongeBob. Okay, und es gibt hier eine Episode, da will Timmy Turner mit seinem Dad seinen beiden besten Freunden Chester und... Wie heißt denn der Schwarze eigentlich? Auf jeden Fall auch dieser Typ mit dieser Beule, der kommt auch mit. Die wollen alle gemeinsam campen gehen. Timmy möchte viel lieber einen Film schauen, weil er weiß, mit seinem Vater ist es sehr unangenehm. Aber der Vater sagt dann: It's a squirrely scouts tradition. Besides, if I drive a group of boys to the movies in this outfit, they'll arrest me. Wenn ich in so einem Outfit mit einer Gruppe von kleiner Jungs in die Movies fahre, dann werden sie mich festnehmen. Und worauf könnte er hier anspielen, Leute? Er sieht ja schon so ein bisschen weird aus. Ich zeige einfach mal dieses Bild hier von diesem Bären. Das ist der Pedobär. Ich hoffe, ihr versteht das, Leute. Das ist klar und deutlich ein versteckter Joke. Denn er sagt ja auch, die nehmen mich fest. Weswegen sollten sie ihn sonst festnehmen, Leute? Mit einer Gruppe von kleinen Jungs. Ich bitte euch. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, fragt in den Kommentaren. Die Leute sind bestimmt ganz nett. Außerdem trägt er in der ganzen Episode einen Crop Top. Googelt einfach mal, was Crop Top ist. Dann seht ihr einfach nur Frauenbilder, wo man den Bauch so frei sieht. What the fuck? Der nächste Joke in Cosmo und Wanda ist leider nur im Englischen zu verstehen, aber dafür bin ich ja da, um es zu erklären. Denn hier in der Episode beschwört Timmy Turner Tom Sawyer. Das ist eine berühmte Person aus einem Roman. Der dreht dann durch, klaut Cosmos Zauberstab und beschwört die ganze Zeit verrückte Sachen, verändert die Gravitation, lässt Soße vom Himmel fallen und dann macht er unter anderem auch das. Er verwandelt die Planeten in Pflanzen. Und dann sagt Wanda Folgendes: He could turn Uranus into... Und dann... Oh mein Gott! Okay. Uranus ist ein Planet. Uranus. Im Deutschen macht dieser Witz keinen Sinn. Aber Uranus, wenn man das im Englischen ausspricht, klingt das halt wie... Ihr wisst Bescheid, Leute, oder? Mehr muss ich euch jetzt nicht sagen. Uranus, verdammte Scheiße, ihr versteht das doch. Und deswegen ist es auf jeden Fall sehr zweideutig, sehr gut versteckt. Daumen nach oben für diesen Joke. Ah, was mache ich hier? In der Serie Adventure Time sieht man hier eine Szene, wo die Prinzessin gerettet wurde. Und die sind hier alle voll mit so Zuckerglasur. Und dann sagt die Prinzessin Folgendes. Hören wir mal gemeinsam rein. Thank you for saving my kingdom, boys. The deer wanted our sugar, but I didn't give him any. If you know what I mean. Der Witz macht doch eher wieder Sinn im Englischen, denn im Deutschen klingt das nicht so knackig wie im Englischen. Denn sie sagt, Dankeschön, dass ihr uns gerettet habt. Das Reh wollte ein bisschen Zucker, aber ich habe ihm keins gegeben. Das klingt im Deutschen leider nicht so zweideutig, aber im Englischen extrem. I didn't give him any. But I didn't give him any, if you know what I mean. Was meinte sie bitte für Zucker, Leute? Das zwischen ihren Beinen? Ich bitte euch. Hier noch einen kleinen Bonus-Moment. Der ist eigentlich total offensichtlich. Denn hier sieht man das Mädel aus Teen Titans hochfliegen. Sie sagt, sie hat Superkräfte mit ihren Augen, schießt dann irgendwas Lasermäßiges runter. Und der Typ wechselt dann so auf Röntgenblick und sagt, aber ich wette, ich bin der Einzige mit einem Röntgenblick. Schaut sie dabei an und lacht. Und dann sieht man ihre Reaktion. Sie wird sogar rot, Leute. Ich bitte euch, das ist definitiv ein zweideutiger Moment. You are not the only one with powerful eyes. Und der ist nicht mal gut versteckt. Der ist offensichtlich. By the way, Leute, ich würde da auch gerne drunter schauen. Augen-Emoji in die Kommentare, wer das auch gerne würde. Jetzt kommen wir zu der wunderbaren Welt von Gumball, Leute. Dieser kleinen, süßen, blauen Katze. Und jetzt hören wir uns mal diese Stelle hier an. Leider im Englischen, aber keine Sorge, ich bin da, um es zu übersetzen. Margaret and I used to argue like that.
Sometimes up to 6 times a day. From first thing in the morning until last thing at night. Margaret und ich haben jeden Tag diskutiert. Von früh bis morgen. Wir sind früh damit aufgestanden und haben abends damit aufgehört. Leute, redet er hier ernsthaft übers Argumentieren und Diskutieren? Aber wer schwelgt denn bitte in Erinnerung übers Diskutieren? Ich bitte euch. Es ist offensichtlich, was sie da gemacht haben. Wenn es noch nicht genug war, schaut euch das an, Leute. Es geht nämlich noch weiter. Occasionally we'd do it in public. What's even while we were sleeping? Die haben es auch in der Öffentlichkeit getan. What the fuck, Leute? Und sogar, während sie geschlafen haben einmal. Und dann lacht er auch noch. Even while we were sleeping. Ja! Es ist offensichtlich, oder? Das nächste selbsterklärend hier in Adventure Time. Da möchten sie eine Kassette schauen. Und dann sagt er, hey, bist du ready? Finn, it goes in my butt. Oh. Der dreht sich um, zeigt seinen Hintern und die schieben's rein. Und dann sagt der Hund auch noch, this is so exciting. Das ist so aufregend. Ja, das ist auf jeden Fall ein zweideutiger Moment, Leute. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das meiste war halt auf Englisch, weil die Originalsprache Englisch ist und da machen die Witze auch am meisten Sinn. Aber ich denke, ich habe das gut erklärt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.